Aber ich denke mal, das wird da lang gehen. Also da lang, dann links, links, links und dann kommen wir nach Süden. Wow. Hier ist nichts. Hier ist eine Tür, die wir eventuell im Schlüssel aufgemacht haben. Kistenschlüssel? Nee, wohl doch nicht. Nichts, nichts, nichts. Aber ja, wir sind jetzt da, wo die ganzen Sachen auf dem Boden liegen. Hallo. Bye, bye. Gelbe Tränke. Ja, wir haben Platz für gelbe Tränke. Aber wir sollten vorher mal die ganzen Kräuter ein wenig hier hin und her schieben. Damit die Tränke nicht überall so eine kleine Einerlücken lassen. Das ist nicht gerade praktisch. So, und das da unten machen wir so zu. Sehr gut. Jetzt alle ungeraden Flaschen. Du dahin, du dahin. So müsste das gut aussehen. Also, auf. Aber es sieht nicht unbedingt aus wie das Versteck von dem Prinz der Diebe, sondern eher von den Barleuten, ha? Huh? Oh. Oder ist das nur ein Weg einmal im Kreis? Was zur Hölle? Habe ich bestimmt irgendwas übersehen. Gucken wir mal. Warum? Siehst du irgendwo was an der Wand? Nö. Das ist ein sehr komisches Versteck. Also ja, sie haben hier ein paar Flaschen eingelagert, aber nicht wirklich den Aufwand wert, würde ich sagen. Hier vielleicht? Nee. Na gut. Dann halt weiter an der Wand lang, ha? Huh? Ups. Es ist ganz schön verzwickt. Da. Hier und hier geht's noch weiter. Ja. Ah, sieht nach einem Raum aus. Ein Gürtel. Nichts, nichts, nichts. Nichts, nichts. Oh. Nanu. Irgendjemand spielt hier mit dem Licht. Dalana, bist du das? Nee, bist du nicht. Aha. Hallo! Der Prinz der Diebe! Flüche wieder zunichte gemacht. Er hat sich also unterm Bett versteckt. Trotzdem ist es hier sehr komisch. Ich hab's. Naja, das ist schon falsch. Also ja, wir hätten wesentlich früher hierher kommen können. Pfütziger Lederbeutel. Ich hab's. Oh, okay, den können wir verkaufen. Den nicht. Noch irgendwas im Bett? Nee. Wäre das irgendeine Falle oder so? Nee. Na gut. Raus hier, wir haben den Prinz der Diebe. Sonst war hier unten nicht wirklich viel von Interesse. Also ja, es gab die Gerüchte über den Bar-Kult. Oh, den haben wir auch gefunden und zwischendurch getötet. Wenn die hier wirklich eine Basis hätten, wäre es wahrscheinlich jemandem eher aufgefallen und der würde uns hier hinschicken. Also springen wir jetzt hier weg. Stadtportal? Nö, dahin. Und fliegen von hier aus Richtung Osten. Ne, Südosten. Du? Fliegen. Und ich hoffe, der Auftrag wird sehr, sehr gut bezahlt. Also wir haben den Prinz der Liebe jetzt eingefangen. Der bärtige Kerl da mit der Augenklappe. Und wir bringen ihn zu dem eigentlichen Prinz der Liebe. Nämlich dem Anführer der Kleriker und der Diebesgilde. Das müsste doch gut Gold geben. So 5.000, 10.000. Könnten wir gut gebrauchen. Halt, Baron Anthony Stone, Hohepriester von Freehaven. Mhm, der Prinz der Diebe. 10.000 Gold, sehr schön. Ah, mein Freund, du bist mit dem Paket zurückgekommen. Was zur Hölle? Das ist ein ganz schön großes Paket. Hier ist deine versprochene Belohnung. Du hast meine volle Unterstützung im Rat. Zum Prinzengewand. Willkommen in meiner bescheidenen Behausung. Ich habe einen Raum im Verlies für dich vorbereitet. Wachen bringt ihn weg. Sehr gut. 10.000 Gold. Ist okay. Ist sogar sehr okay. Wird nur trotzdem nicht für die Stufenanstiege reichen, denke ich. Oh, das war nicht mal ein Stufenanstieg für sie. Aber sie ist glorreich. Oh, 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 oh.
Der Expertenlehrer für Licht war. Silverkopf? Ich glaube, der war in der Nähe von dem Ding, ne? Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir lange daran arbeiten müssen. Hallo, wie geht's? Nee, du bist nicht der Expertenlehrer. Oh, hallo. Schön, dass. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Hör auf zu reden, Kirogon. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ich hab da was verwechselt, ha? Huh? Schön, dass du da bist. Expertenheiler. Nein. Komm schon. Wie geht's? Ich war mir ziemlich sicher, dass der hier war. Schön, dass du da bist. Meister der Erdmagie. Schön, dass du da bist. Pferdezüchter. Nein, ich will keinen Pferdezüchter. Ich will verdammt nochmal den Expertenlehrer für Licht. Weil wir gerade so wohl anerkannt sind. Schön, dass du da bist. Experte des Speers. Warte mal. Speer, ja, bist du schon. Da ist gar kein Haus. Geschäft, Geschäft. Privathäuser. Schön, dass du da bist. Tempel von Bar. Messdiener. Wie geht's? Wie geht's? Nö. Schön, dass du da bist. Meister des Lernens? Nein. Wie geht's? Gleich habe ich alle Häuser durch, aber. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass er in der Nähe von dem Tempel war. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie geht's? Nee. Sehr ärgerlich. Okay, wo war er dann? Blackshire. Hier waren gar nicht so viele Leute. Oh, hallo. Schön, nein. Dass du da bist. Jetzt habe ich's. Der war im Schnee. Stopp, stopp, stopp. Ganz ruhig, Kirogan. Wir gucken jetzt erstmal kurz hier die drei, vier Häuser um. Ich will nicht nachher wieder hier hinspringen müssen, nur weil ich mir nicht sicher bin. Schön, dass du da bist. Schmugglergilde, nein. Schön, dass du da bist. Experte der Schattenmagie ist schon mal hier. Blackshire Schattenmagie. Merk dir das, anderer Kirogan. Und sagst dann Kirogan aus der Zukunft oder so ähnlich. Schön, dass du da bist. Roland, Kirche der Sonne. Hier sind die Bösen. Also Mitgliedschaft der Gilde der Schatten, Schattenexperte und so weiter. Andere Straßenseite, die Guten vielleicht? Nee, hier war ich auch schon. Hier ist die Schattengilde, Lichtgilde hier. Wie geht's? Keulenmeister. Wie geht's? Schwertmeister. Ich hätte gerne Axtexperten. Leeres Haus. Meister am Schild wird keiner haben irgendwann. Doch, vielleicht Lay, aber. Dürfen wir unsere Dienste an Blebol und viel Erfolg. Schön, dass du da bist. Ein Chefkoch mit einem sehr großen Haus. Oh, ist da noch ein Haus? Schön, dass du da bist. Okay, also ein Chefkoch und ein Pferdezüchter wohnen in einem Riesenanwesen. Und das war's. Okay. Whitecap. So, hier war nur ein einziger Lehrer. Hier waren ganz, ganz viele Leute, die nichts wirklich konnten. Aber ein Lehrer war dazwischen. Hallo. Schön, dass. Hallo. Wie geht's? Hör auf, Kirogan. Oh, hallo. Oh, hallo. Das Oh, hallo ist auch nicht wirklich besser. Du. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Was? Du warst auch Experte für Schattenmagie? Wollt ihr mich alle veräppeln? Warum sind überall Schattenmagie-Experten und keine. Okay, vielleicht im anderen Dorf, auf der anderen Seite. Dem Dorf, das nicht wirklich ein Dorf ist, aber wo der Lord wohnt. Warum auch immer der Lord nicht bei den, ne? Bewohnern lebt, aber na gut. Genau, hier war auch. Zwei Lehrer? Schön, dass du da bist. Experte am Bogen, ja. Da war ein Schrein. Wie geht's? Mist. Okay, hier war auch nicht.
Das Schreien ist gerade nicht aktiv. Na gut, kann ich nichts dran ändern. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt in der nächsten Zeit nicht Ansehen verliere. Und mach einfach ganz normal weiter wie bisher. Außer ich lasse mich von irgendwas inspirieren. In Mist war nicht. In Freehaven. Neusorpigal, nee, auf keinen Fall da. Haben noch nie was von Licht und Schatten gehört. Blackshire sind wir durchgegangen. Wart mal. Da, wo wir eben gerade raus waren aus der Tür. Bei dem offiziellen Prinz der Diebe, der uns losgeschickt hat, den inoffiziellen Prinz der Diebe zu fangen. Haben wir da alle Häuser abgeklappert? Ja, hatten wir mal. Was soll's. Jetzt haben wir so viele Häuser durchsucht, können wir jetzt auch noch ein paar hier. Du bist ja ein Händler. Okay. Billigzeug können wir auch so verkaufen. Ja, das ist garantiert Billigzeug so. Das kannst du ihr, das kannst du ihr, das kannst du ihr. Aha. Das kann alles weg. Auch wenn das nicht sehr viel bringen wird, aber hey, jedes bisschen und so, ne? Da, 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 da. Ah. Da. Also, Privathäuser. Ich ignoriere jetzt die Gegner, ich will den Lehrer finden. Meister der Reparatur. Ja. 2500 Gold. Sehr schön. Hallo. Wie geht's? Hallo. Da oben im Haus waren wir schon mal. Schön, dass du da bist. Aber hier war nur die Edeldame. Ja, ja, ich erinnere mich. Aber ich weiß nicht, ob hier der Lichtexpertenlehrer war. Schön, dass du da bist. Meister im Schärfe, okay. Fallen entschärfen. Sehr schön. Schon zweiter Lehrer. Geschlossen. Dafür, dass wir ziemlich ziellos durch die Gegend irren, hat das recht viel gebracht bisher. Wie geht's? Meisterheiler, nö. Wir könnten auch nach NPCs gucken, so nebenbei. Seemann, Pirat, Spaßvogel. Ich mag keine Spaßvögel. Die Waffen bitte nicht anfassen. Verkaufen, weg, 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 weg. Ultra-Handschuh des Zauberers. Intellekt und Charisma. Beides drauf ist ein bisschen sinnfrei eigentlich. Weil entweder ist es Klerikal oder Elementar, aber nicht beides. Hallo. Ah doch, bei Druiden. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Kartograf, nein. Hallo. Windmeister, nein. Hallo. Wassermeister, nein. Der könnte bestimmt Stadtportal sprechen oder so. Und da wäre wieder. Ne, hier war es auch nicht. Wow, okay. Also, ich habe kein Glück mit meinem Erinnerungsvermögen. Das heißt, wir werden jetzt wo weitermachen? Finde die Sanduhr der Muße irgendwo. Zerstöre den Vorposten der Teufel. Klingt schwer. Besiege den Kriegsherren. Könnte machbar sein. Besuche den Altar der Sonne im Steinkreis. Ich gucke jetzt nicht aufs Datum. Schände den Altar im Monolithen westlich von Silver Cove. Okay. Rette Emmanuel aus dem Tempel der Schlange nahe Blackshire. Zerstöre den Altar der Werwölfe. Finde die Perle der Verwesung. Zerstöre den Altar der Werwölfe in Wolfsbau und kehre dann zu Maria Trappen in Blackshire zurück. Das haben wir schon gemacht. Du, Stadtportal, Blackshire. Das war die Frau mit dem Tuch auf dem Kopf, oder? Also nicht Turban, sondern einfach nur so drüber. Achso, das war eine Mütze, kein Tuch. Okay, Suchauftrag. Danke. Wir können jetzt wieder ruhig schlafen, ohne uns Sorgen machen zu müssen, was für üble Sachen wir als Werwölfe anstellen. Es ist eine Tragödie, dass unser Land, dass unser Lord auch ein Werwolf war. Wir werden ihn sie vermissen. Bitte nimm dies für deine Hilfe und dafür, dass du uns geglaubt hast. Das gab jetzt hoffentlich noch mehr Ruf. Engelsgleich. Oh. Es gibt wirklich keinen Hinweis darauf, wo der Lehrer ist. Vielleicht.
Nö. Nö, gibt es nicht. Na okay. Dann töten wir jetzt noch ein paar Werwölfe. Wir müssen noch die Perle der Verwesung finden. Und dann erinnere ich mich hoffentlich dran, wo der Expertenlehrer war. Oder wir finden ihn einfach irgendwann zufällig. Es wäre nur ganz schön, das jetzt zu haben. Aber wenn wir den Ruf jetzt vergeigen durch irgendwas, wird es schwer, ihn wiederzubekommen, denke ich. So, also schlafen. Ach ja. Na komm, genau. Wow, Georgon ist tot. Weg mit euch. Weg, 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 weg. So. Einer ist weggelaufen, den müssen wir noch erwischen. Wo zum Geier bist du hingelaufen? Ah, da hinten. So, also nochmal schlafen. Du, bring uns nach Blackshire. Wo ist das Hotel? Hier. Wir hätten Generationen, wir würden gerne schlafen, ohne von Werwölfen angefallen zu werden. Dankeschön. Hufeisen? Nein. Okay, nochmal. Du. Nee, warte. Du. Tag des Schutzes. Du. Stunde der Kraft. Oh. Das war der Falsche. Das war der, der Eile dabei hatte. Aber na gut, hilft uns wahrscheinlich auch. Wir sollten möglichst schnell an Gegner rankommen. Du, Tag der Götter. Und damit müssten wir jetzt alles haben. Genau, also ich sehe unten und... Oh ja, stimmt, wir müssen ja sterben. Weg, 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 weg. Och, Dolana. Na gut, das war der Instant-K.O.-Schlag von dem Mannführer, also. Hm. So, unten heilen, auf dich. Wow, das bringt wenig. Okay. Du, Kraftheilung. Ja, man merkt, dass unsere Helden langsam doch einiges an Zauberpunkten und Trefferpunkten haben. Also primär bei den Trefferpunkten, dass selbst so eine Heilung, die vorher fast komplett geheilt hat, jetzt nur noch so ein kleines Witzelchen macht. Aber gut. So, nochmal. Sollte fürs Erste reichen. Fackellicht haben wir gar nichts dabei. Das ist komisch, dass es bei keinem von diesen Buff-Paketen mit dabei ist. Oh, hallo, Werwölfe. So, kommt näher. Ist okay. Wusch. Wusch. Ah, kipp's doch gleich um. Wusch. Oh, oh. So, okay. Schießen. Alle tot. Lay, verarzte bitte sie. Krankheit heilen. Okay. Hehe, stimmt. Jetzt kommt gleich das Wolfsgeheul wieder, ne? Da war was und wir haben fast keine Zauberpunkte. Heilen. Ah, hier ist grün. Okay, wir versuchen jetzt zu schlafen. Hat geklappt. Sehr gut. Jetzt buffen wir uns nochmal hoch. So, so, so. Das ist sogar Tag der Götter, richtig? Ja, jetzt brauchen wir den anderen Lichtzauber. Und wir brauchen den Fackellichtzauber. Also wäre ganz schick, wenn eine Dame jetzt wieder zaubern könnte. Du Fackellicht, du Dark. Schön, dass wir den jetzt zweimal gezaubert haben. Ich meinte den anderen. Ich höre kein Wolfsgeheul bisher. Okay. So, du. Den da. Genau. Jetzt töten, was um die Ecke kommt. Und was um die Ecke gekommen ist, ist weggelaufen. Lauf, 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 lauf. Gut angeschlagen.